Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der Tourbus Map zusammen mit Markus, Arktik und Leberwurst. Hallo. 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 Der Arktik muss da wieder auffallen. Endlich mal wieder Kalk untergrubbern hier. Perfekt. Ja, teilweise. Halt, teilweise lasst es ja noch liegen, aber ja, so schnell war ich nachher nicht. Mit den anderen Feldern kannst du es komplett untergrubbern. Ah, sauber. Komplett untergrubbern. Ich weiß jetzt nicht, auf welchen Feld ich nachher noch zum Düngen habe. Jetzt habe ich hier schon 3 oder 4 Felder. Irgendjemand müsste sich nachher auch mal eine Sämaschine schnappen. Ja, ich bin jetzt gerade nur am Düngen, den letzten 2 Parts. Und ich brauche, wenn dann zum Sehen, braucht man ein bisschen was Stärkeres. Ja, 8R oder so, oder 936. Außer man muss Mais machen, dann geht's mit dem auch. Oder Xerion. Du hättest fahren müssen. Ganz einfach, wäre sich hier ausgegangen. Ah, ich weiß nicht, das ist... Oh ja, das wäre sich perfekt ausgegangen. Ich hab doch ein langes Gespann mit dem Gruber. Ja, trotzdem wäre sich ausgegangen. Das war ein Ausweichmanöver. Da war Wildwechsel. Du bist mir auch so ein Wildwechsel. Auch nur ganz leicht, ist ja ein Wildwechsel. Ja. Ich überlege gerade, eine Stück. Kuh kostet 2000, ne? Mhm. Ja. Sollen wir mal in den sauren Apfel beißen und 50 Kühe ördern? Ördern. Ja, wir haben aber kein Heu. Ja, das kommt ja jetzt rein. 50 Was? Kühe erörtern? Ja, wir haben Strohballen. Also. Ja, aber kein Heu. Willst du das nicht zusammenklappen? Ja, die kriegen, erstmal kriegen die Müsli. Achso. Die müssen wir Gras haben, kriegen die. Müsli. Kriegen die nur Silage, oder wie? Ja, ist nicht so gesund, ne? Wenn... Solltest du mir das Mischfutter und der Box Heu behalten? Ja. Was kostet das Feld 8? Kann da mal einer nachgucken gleich, oder ich mach das gleich. Hast du nicht mehr? Achso, nee, du hattest noch nie Bankerfahrer gestellt drin. Nee. Ungefähr mit 80.000 wird das kosten. Ja, schätze ich auch. Aber ich denke, ich bin... Arktik? Oh. Ja, hier herrscht Kontinentaldrift. Das Schneidwerk ist nicht ganz eingeklappt. Der beste Spruch, den Gronkh bis jetzt in einem Horrorspiel hatte. Ich habe gerade einen Kontinentaldrift in der Hose. Ich weiß nicht mehr, in welchem Horrorspiel das war, aber das war lustig. Ich hab schon besser da ist der, Arktik, oder? Das war irgendwie so eine Demo, wo der 30 Minuten lang mega langweilig durch ein Gebäude gerannt ist, was jetzt nicht so wirklich lang, was nicht so wirklich spannend war. Und auf einmal ging das so von einer Sekunde auf die andere so richtig ab. War das nicht hier B47 irgendwas, dieses Wo du so als Baby durch die Gegend gerannt bist, irgendwie sowas. Achso, das ist Rapso, ne? Der macht in letzter Zeit relativ viel nur Horror, oder? Der macht, ja, nur. Eigentlich alle Genres so durch. Alles hat ja auch mal ein Rollenspiel. Also derzeit macht er auch Strategie mit Tropico. Ja, Tropico haben ja auch viele jetzt angefangen. Ja. Ich weiß, der fünfte Teil so geil. Der fünfte Teil ist auch ganz cool geworden. Hat halt relativ viel Anleihen jetzt auch von Civilization. Ja, aber ich war noch nie ein Tropico-Fan, das ist halt bei ich mir. Ich auch nicht. Der mit dem Forschungsbaum und so, das erinnert schon relativ stark an Civilization. Das sieht gerade so genial aus, Markus. Du fährst ja so parallel zu den Schienen, ne? Ja. Und du bist genauso schnell wie der Zug, der neben dir fährt. Nein, bei mir fährt kein Zug. Bei mir fährt ein Zug. Markus hat schon wieder was genommen. Mhm. Oder du hast was genommen. Und meine ganzen Zuseher dann auch. Die Sichtweite reicht nicht aus. Markus hat eine zu schlechte Sichtweite eingestellt. Er fährt 3 Meter neben dem Zug und sieht ihn nicht. Das ist das Clipping von dem Zug. Du musst ja irgendwie seine Performance halten. Was ist jetzt? Willst du jetzt Kühe haben, oder? Nee, wir gucken gleich erstmal auf dem Feld, wie viel das kostet und ob wir uns zusammen mit dem Feld auch noch ein Schneidewerk leisten könnten. Boah, ich hätte auch irgendwie mal Bock, so ein Direktschneidewerk für einen Hexler zu kaufen, aber dann hast du ja wieder Silage bei LS. Mhm. Und welches Direktschneidewerk willst du nehmen? Direct Disc. Direct Disc, ja, aber das geht ja nicht an den, beziehungsweise es sieht nicht aus, wenn man es an den Jaguar macht. Es müsste aber funktionieren. Ja, aber es sieht... Man kann auch den Pickup dran machen. Es ist nicht bündig, weißt du? Aber es gibt eh für den Jaguar auch eines. Ja? Aktion für Feld Nummer 23. Ich fahr gleich hin und guck. Bei 23? Ja, das wird nicht viel kosten. Es ist bei 22. Ach, haben wir nicht gesagt, wir wollten Feld 10 erstmal Gras machen, den kleinen Streifen da oben? Den wir sowieso nur noch so halb bewirtschaften?
Ja, ja, das wäre eigentlich auch erstmal eine Option. Können wir gleich mal machen. Das ist das eigentlich kein großer Verlust bei unserem Getreideanbau. Also, man könnte auch sagen, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity. Das ist eine Win-Win-Situation. Ja, und eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity, ne? Ja, ja, eh. Ich möchte einmal was verkaufen bei der mittleren Abladestelle, aber die nimmt nur Kartoffeln. Ja, muss ich was da drauf? Auf dem Berg, ja, da möchte ich einmal hochfahren mit Ladung. Im Gasthaus. Ach, machen die nur Kartoffelschnaps? Ja. Ich glaube, das machen wir in der letzten Folge hier. Einreich Kartoffeln auf Feld, weiß ich nicht, ganz weit weg. Und dann eine ganz lange Tour fahren und den Berg hoch. Du musst aber Kadett einladen. Ja, das machen wir dann. Er kann das auch so gut. Boah, Kadett war ja, das war eigentlich auch heftig. Kadett war ja ganz am Anfang in der ersten Aufnahme dabei. Und nochmal drei Wochen später nochmal. Und dann ganz, ganz lange nicht mehr, bis wir hier Gülle gemacht haben, glaube ich. Ja, irgendwann war er vor kurzem, das war auch schon vor 100 Bar. Ja, so. 2 bis 3 Monaten. Es geht so schnell, ne, wenn man tägliche, wenn ich mir so überlege, vor 400 Tagen, da sah mein Alltag noch ganz anders aus. Da war Schwule noch wichtig. Nö, da lief der Rechner noch, da war der eine Nacht die Woche aus. Na, manchmal auch zwei sogar. Meistens, Mittwoch, Donnerstag, weil Montag, Dienstag habe ich dann durchgehend hochgeladen. Dann habe ich Mitte der Woche wieder ein bisschen aufgenommen. Jetzt habe ich gerade übrigens eine Mörder-Lag. Okay. Leberwurst, du versaust den Luftfilter, wenn du so nah hinter mir fährst. Ich muss immer halt dann mal zum Agrarhändler. Soll er mal Luftfilter wechseln? Aber das kannst du ja wohl alleine machen. Jetzt wird aber doch alles vorne vom Kühlergrill abgehalten. Ihr müsst mal alle ein bisschen sachte mit den Maschinen umgehen. Und hat er nicht so wie so eine wie Xerion oder so einen Gegenlüfter, der erstmal den ganzen Staub jetzt habe ich wieder einen stabilen Ping. Xerion hat das auch nicht von Haus aus. Ja, wenn man ganz grau. Dann neue 936 hat. Was denn? Der Xerion 936? Nein, der neue 936er. Was hat das der? Das ist Gegenboosten vom Lüfter kurz umdrehen. Das ist der Lüfter. Ach, diese, ja genau, wie der 87 Teratrack und der normale 87. Mann. Die Drescher haben das doch auch, dass die Luft... Nein. Wir haben so einen Vorhang, damit der Staub erst gar nicht hochgeht. Genau, den ist ein bisschen anders. Dass der Lüfter beim Starten kurz umdreht. Na, nicht beim Starten. Alle 10 Minuten oder alle Viertelstunde tut sich der während dem Betrieb kurz mal umdrehen auch. Dass er also andersrum läuft, einfach. Das halt. Dann boostet er sozusagen das Stroh, was sich oder das Heu oder sowas, was sich auf den Kühler auf den Kühler setzt, auf die Kühlerlüftungsschlitze. Ja. Dann fängt vorne ja das ganze Gitter. Das ist ja nach Viertelstunde Fahren am Feld, beim Heu machen oder sowas. Du komplett. Und der neue 936er, der tut nachher das drü halt kurz wegboosten. Wir haben auf Feld 10 schon Gras gesät. Ehrlich? Nice. Ja. Oh Mensch. Ist jetzt gerade. Ja. Irgendwie habe ich gerade eine scheiß Performance. Bin gerade im Hof. Ich habe gerade einen stabilen 100er. Was? MS oder was? Ja. Du Wahnsinn, ist aber viel. Es ist gerade irgendwie mies. Gerade wenn man auf dem Feld, wenn man normal irgendwie grubbert oder so, dann geht's. Aber wenn du... Alle oder nur du? Ich hab einen 30er. 40. Guck mal jetzt. Bin jetzt bei 50. Soll ich das in Serio hier mal kurz am Feld stehen? Haben wir denn eigentlich auch Mähwerk und alles, oder wie sieht das aus? Nee, die müssen wir noch kaufen. Da haben wir haben schon noch mal welche gehabt, aber... Das ist schon 200 Folgen her. Was die Rückfahreinrichtung vom... Wir hatten das Verbackte. Was nur bei mir funktioniert hat und nicht bei den Clients. Übrigens, schönen Gruß an Carvon. Das benutzt er nämlich jetzt auch in seinem neuen Community-Server Let's Play. Und dann kam erstmal der Mythos auf, wieso das denn jetzt nicht richtig mäht. Welches? Das Pöttinger. Das Pöttinger X8 oder das ganz fette da. Ist das,
Ist das das, was man auch so ganz fein irgendwie mit zig Tasten steuern Ja, kann, genau, dieses? genau. Ja, was Das schwadert und funktioniert aber so. nur im Singleplayer. Und da macht es Fehler sogar. So, aktuelles Gebot. 100.000 wird so ein Feld hier kosten. Das ist schon ein geiles Ding. Dafür kriegen wir wie viel Hektar? Knapp 4. Ja, aber 100.000 haben wir nicht. Ich weiß. 100.000 haben wir ganz genau halt. Ja. Ja, ich sag mal, für 100.000 kriegen was Gebot ist 93 oder sowas. Ja, nur wenn wir halt auch noch Gras-Equipment brauchen und dann die Kühe, ne? Ja, dann ist es eigentlich nicht drin, aber es wären halt extrem günstige 4 Hektar, ne? Ach, ist das Ja, wieder wie ein du willst, oder wir Leberwurst. verkaufen was. Wir haben ja Lass von. es. Ja, wir könnten Raps oder so dann. Ja, lass jetzt Na, erstmal den Raps Tag haben noch wir ja fast nichts. laufen. Ja, doch, wir haben jetzt hier, es kommt ein, das wäre dann ein Anhänger. Aber nicht so viel. Das ist ja fast gar. Ja, aber eigentlich ausreichend. Ja, den Anhänger und dann halt noch diese 6000. Achso, ne, die 6000 kann man ja nicht rausschaufeln. Ich meine, wir haben auch jetzt knapp 900.000 Weizen, ne? Oder einfach ein paar Hängerweizen verkaufen. Meine, die Lager sind, was das angeht, brechend voll. Ja, da bin ich Aber. echt. Ich würde sagen, wir machen das so: wir kaufen gleich Mähwerke. Aber wir denken dann mal. Warte mal, wie machen wir das? Ja, wir kaufen gleich Mähwerke und um 20 Uhr überlegen wir uns dann in Kaufen wir die Gelmsheim, Standard ob oder? wir. Was? Kaufen wir die Standard? Ja, weil die Pöttinger sind eigentlich die einzigen guten Mähwerke, die ich kenne. Und die funktionieren ja nicht im Multiplayer. Dann nicht. Okay. Es Also gibt im Prinzip die Kuhn dann, ne? kein Butterfly mit vorne noch eins drauf, oder? Halt, das so Nee, drei so sind. eins kenne ich auch Als ehrlich gesagt Mod. gar nicht. Als Als Mod Mod. kenne ich Doch, keines. das gibt's schon, dass man die Kuhn verbinden kann, so zu einem großen Ja, nee, Huh. da ist das. Das sind einfach dann. Das ist, glaube ich, schon verbunden, oder? Nee, du Ja, musst es gibt da trotzdem, also irgendwie einen musst. Adapter, meine ich, dass man die zusammentun kann. Nee, man muss sich, also es ist im Prinzip das gemoddete Heckanbauteil, also mit den, was sich halt so aufklappt, ne? Ja. Und das halt eben nochmal eine Aufnahme für das Frontmähwerk dran, dass Okay. man die dann sozusagen zusammenknüpfen kann. Ah, kennt sich der Arktik schon. Ja, das Problem ist nur, das passt halt nicht bei allen Traktoren so richtig dran, dass der das vernünftig alles. Dass der vernünftig mäht. Also ich habe das zum Beispiel mal mit dem Geotruck gemacht, weil das gut funktioniert hat. 110.000 wird übrigens Wiese 8 oben, also wenn wir da eine Wiese machen, 110.000 wird uns die Fläche kosten. Ja, und das nächste ist auch noch, was wir brauchen, ist ein Schwader. Ja, Schwader, Zeta. Zeta, obwohl, nee, Zeta brauchen wir nicht, nur wenn wir pressen. Na, oh ja, eigentlich schon, wenn Ja, wir doch, Heuballen machen. wir müssen ja pressen, genau. Aber wir haben auch den Vorteil, dass wir. Ich weiß nicht, wir haben die Class damit ja jetzt erst 50 Ballen gepresst. Vielleicht schicken wir die einfach mal nach Class zurück, anstatt die zu verkaufen. Garantie. Ja, ganz so wirklich gemäht hat sie ja noch nicht. Eine Betriebsstunde, viel mehr hat sie ja nicht. Müsste man mal mit einem Class telefonieren, ne? Vielleicht machen sie es ja. Ich glaub, so Ja, halt, wir gelangt brauchen sind sie. so und so wieder eine. Oder wir machen 1-zu-1-Tausch oder so irgendwie. Ja. Ja, viel günstiger wird halt. Sonst können wir den Autostack, weiß nicht, ob wir den nicht schon verkauft haben. Ne, der existiert noch. Der existiert gleich auch noch, nämlich. Ja, den können wir ja doch dann mit dem Dings, mit der Presse Ja, genau, die zulegen. müsste man beide eigentlich umtauschen. Ja, vielleicht tauscht ja einen, gibt's ja auf einer Tauschbörse einen, der eine Rundballenpresse für die Quaderballenpresse und Ja, wir den können die auch anrüchigen so einfach Autostack. zurück. Halt. Ja. Nix. Nicht so schlimm. Parkt der Und ich Markus hier jetzt. mitten im Eingang. Nein. Wo willst du eigentlich hin mit deinem Ich wollte Auto? hier parken. Ja. Hier Das ist aber stand er. eine große Halle für zum Auffüllen. Ja. Ja. Also Raps ist ja ertragstechnisch so entspannt, ne? Das ist ja. Geil, ne? Ja. Aber ich würde Lohnt sagen, sich. wir kaufen schon mal das Gras, also das Das Grasschneidewerk, meine Gras ich. kaufst du schon. Soll Ich ich's kaufe gleich mal kaufen? eine Tüte Gras, genau. Weil ich nehme jetzt mal das Ganze auf. Fährst du mal eben nach Holland rüber? Ey, wir Einfach haben hier fast. das große hinten, also das für beide Seiten und das für vorne. Ey, wir haben ja fast eine Melone Liter Weizen. Ja, das gibt eine dicke Melone. Haben wir auch lange nicht mehr gesagt. Ich hole das mal mitten in die Holland gleich ab. Glaube, das kennt Arktik gar nicht, oder? Die Doch, beiden Kuhn willst du haben. Melonenliter ja, habe ich irgendwann mal die beiden mitbekommen. großen, die das Spiel hat.
Also die größten. Alles war einmal Schwader. Schwader auch. Na, da warten wir, glaube ich, erstmal noch. Weil der 6 ist auf jeden Fall zu groß für die Map hier, würde ich sagen. Und naja, der 2. Schon, 600, was kostet der 4 Kreise? 51, der hat sich jetzt noch ausgehen. Wenn sich das mal ausgeht, dann bestell den. Ganz kurz auf, bitte. So, aber was. Und Zeta auch. Zeta erstmal noch sein lassen. Okay. Partende. Ja, ich würde sagen, genau, Partende. Wir müssen mal im nächsten Part hoffen wir mal, dass die Bestellungen da sind. Und ja, tschüss. So, und ganz kurz noch, bevor wir jetzt beenden, die Zuseher, wir haben jetzt, dass der Guten auch wieder den Kontostand hat, 19.000 jetzt noch über, volle Schulden auf und die Maschinen sozusagen bestellt. Jo. Was? Bis dann. Ciao, Leute. Ciao. Tschüss.